Das ist die Martinus-Medaille. Zu sehen ist der heilige Martin auf seinem Pferd, wie er mit einem frierenden nackten Mann seinen Mantel teilt. Mit der Martinus-Medaille zeichnet Bischof Gebhard Fürst in der Diözese Rottenburg-Stuttgart Menschen aus, die sich im Geist des heiligen Martin verdient gemacht haben. Willkommen bei Alpha und Omega. Der heilige Martin ist der Patron der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Sein Vermächtnis in vielfältiger Weise präsent, sodass sich die Diözese als Martinsland versteht. Wie sich das genau darstellt, möchte ich mit unserem heutigen Studiogast besprechen. Ich begrüße ganz herzlich Bischof Dr. Gebhard Fürst. Herr Bischof, der heilige Martin, warum gerade er, ist er die Leitfigur in der Diözese Rottenburg-Stuttgart? Ja, das hat eine relativ lange Geschichte. Martin ist ja einer der ersten Heiligen Europas. Und bei der Christianisierung wurden Martinskirchen gegründet. Und auf dem Territorium der Bischofsstadt ist eine ganz alte Martinskirche. Und als die Diözese Rottenburg-Stuttgart dann errichtet wurde, einige Jahrhunderte später, ist dieses Patrozinium von der ältesten Kirche übertragen worden auf den Dom und zugleich dann als Patron der ganzen Diözese benannt worden. Er hat aber auch als Mann der Tat eine Bedeutung. Er ist ein Mann der Tat. Er hat, so ist seine Geschichte, als römischer Offizier einen frierenden Bettler mit dem Mantel begleitet. Also wirklich aktive Nächstenliebe geleistet, nicht nur darüber geredet, sondern es getan. Und deshalb sagen wir, ein Mann der Tat, der Nächstenliebe. Seit einiger Zeit gibt es einen Martinusweg in der Diözese. Mein Kollege Christian Thoray hat darüber einen Film gedreht. Wir wollen uns einige Ausschnitte heute anschauen und fangen an mit dem Martinusweg selbst. Unterwegs auf dem Martinusweg. Der 2011 eröffnete Weg verbindet Martinskirchen und Menschen, die sich einsetzen für andere, für mehr Nächstenliebe, für mehr Gerechtigkeit, so wie es St. Martin auch getan hat. Der Martinusweg verläuft quer durch die Diözese Rottenburg-Stuttgart, von Arlach im Kreis Biberach bis nach Schweigern im Kreis Heilbronn. Zusammen mit 4 Regionalwegen ist er rund 1200 Kilometer lang. Ja, und da gibt es einen Pilgerausweis, den haben Sie uns mitgebracht, Herr Bischof. Da kann man quasi nachweisen und beweisen, dass man diesen Weg erlaufen hat. Wie lange braucht man da? Also der Martinsweg ist 1400 Kilometer lang. Da braucht man natürlich sehr, sehr lange. Ich bin jetzt 2 Etappen gelaufen. Eine Etappe ist immer 2 Tage, 20 Kilometer. Jetzt im Anfang August laufe ich diesen Weg noch einmal, dann in der Gegend von Ulm. Aber das ist dann erst ein erster Anfang. Ich brauche noch sehr lange, bis ich da an der Nordgrenze der Diözese angekommen bin. Pilgern und Wandern spielt eine große Rolle im Zusammenhang mit dem Martin. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart versteht sich als Martinsland, aber auch im europäischen Zusammenhang. Unter dem Motto mit Martin über Grenzen gab es im letzten Jahr eine Pilgerfahrt nach Ungarn. Und auch da sehen wir uns einige Sequenzen an. Es ist eine große Freude uns, dass wir mit Ihnen zusammen pilgern können. Wir sind in der Diözese, wo heiliger Martin geboren ist. Und diese Spiritualität ist uns ganz wichtig. Und deswegen, wenn Pilger zu uns kommen, wir probieren diese Geister übergeben, was wir hier ständig erleben können. Ich lerne vom heiligen Martin, das Unterwegssein, missionarisch Kirche sein und das europaweit. Das verbindet uns. Wir spüren das hier bei den Menschen, wie sehr sie sich freuen, dass wir an den Geburtsort kommen. Und für mich ist das auch noch ein Zeichen an den Geburtsort, an den Ursprungsort des heiligen Martin, der uns heute so viel zu sagen hat.
eine sehr, sehr gute Organisation, ja, und einfach immer auch Positionen, Kirchen anlaufen, Kapellen anzulaufen, damit man einfach auch sich das wieder ins Bewusstsein zurückruft, ja, warum wir auf eine Wallfahrt gehen. Wird einfach auch weitergetragen, oder es ist auch wichtig, dass er einfach weitergetragen wird, weil es einfach wichtig ist, auch für die Jugend und auch weil irgendwas Richtungsweisung da ist, dass irgendein ein roter Faden durchs Leben geht, wo man einfach sich auch im Glauben entlanghangeln kann, ne? Und einmal in schwierige Zeiten oder in nicht schwierige Zeiten. Ne? Macht riesen Spaß. Die ganze Atmosphäre und alles, und es gibt mir so viel Kraft und es macht mir richtig gut, super. Es war eine super Idee von der Schwester Margret, dass sie mich mitgenommen hat, dass da noch ein Platz frei war. Durch Zufall. Ja, man spürt, dass der heilige Martin begeistern kann, dass er zusammenführen kann. Würden Sie sagen, der heilige Martin ist auch ein europäischer Heiliger? Der heilige Martin steht am Anfang des christlichen Europa. Er war einer der ersten, der durch ganz Europa fast gezogen ist. Man sieht ja am Geburtsort, das ist im heutigen Ungarn, und dann ist er begraben worden in Tours, mitten in Frankreich. Und das bezeichnet ungefähr diesen ganzen großen Raum, wo er als Bischof unterwegs war, den Menschen sehr zugewandt war, ihnen geholfen hat, sodass er die Dimension der Nächstenliebe in dieses wachsende Europa hineingetragen hat. Und das ist für mich für heute auch eine besondere Bedeutung, dass dieser Heilige eine Dimension des Christlichen, auch des Humanen zeigt, dass der Mensch seine Aufgabe hat, eben sich dem Nächsten zuzuwenden und ihm zu helfen, gerade der bedürftig ist. Eine Dimension der Nächstenliebe, da gehen wir wieder zurück in den Martinusweg der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wir gehen dann nach Ochsenhausen, das liegt auch auf diesem Martinusweg. Und da gibt es einen Martinsladen, ein Vorbild für Teilen im Sinne des heiligen Martin. Direkt am Martinusweg liegt der St. Martinsladen in Ochsenhausen. Dort werden, wie in einem Tafelladen, Lebensmittel für wenig Geld verkauft, die in den Supermärkten und Bäckereien zu viel waren. Frauen und Männer teilen ihre Freizeit, um im Martinsladen zweimal in der Woche frische Lebensmittel, Obst und Gemüse anzubieten. Wer mit wenig Geld auskommen muss, ist froh darüber, hier einen Korb voller Lebensmittel gefüllt zu bekommen. Geschwisterliches Teilen in einer Überflussgesellschaft. Nicht nur die Supermärkte vor Ort geben an den Martinsladen ab, sondern auch aus den Kirchengemeinden in Ochsenhausen werden länger haltbare Lebensmittel für den Laden gespendet. Nahrungsmittelspenden, die für viele Menschen nicht nur Lebensmittel, sondern wirklich Mittel zum Leben bedeuten. Der Name St. Martinsladen, der lag nahe. Jeder kennt die Geschichte von St. Martin. Jeder verbindet damit das Teilen des Mantels. Wir teilen hier Lebensmittel, verteilen Lebensmittel an die Leute. Und daneben kommt natürlich der andere Aspekt, der mit Martin weniger zu tun hat, dass wir auch ein bisschen dagegen sind, dass wir die ganzen Lebensmittel wegwerfen, die es offensichtlich nicht lohnt, aussortiert zu werden. Der Herr Bischof, da sind Leute ganz praktisch tätig. Der Papst hat ja neu die Option für die Armen ins Bewusstsein gerufen. Glauben Sie, dass solche Martinsläden darauf aufmerksam machen können, dass nicht alle in dieser Gesellschaft auf Rosen gebettet sind? Also in der Tat, das sind Stationen, an denen Menschen sehen können, dass andere bedürftig sind und dass es jemand geben muss, der sie in ihrer Armut unterstützt. Und das ist dann, wenn das geschieht, ganz im Geist des heiligen Martin.
Es gibt auch eine weitere Aktion in der Diözese, die Aktion Martinusmantel. Da geht es vor allem um arbeitslose Menschen, wenn Sie vielleicht kurz dazu was sagen können. Ja, wir haben diese Aktion gegründet, Martinusmantel, als eine ganz, ganz hohe Jugendarbeitslosigkeit vor vielen Jahren bei uns stattgefunden hat. Und wir haben und tun das bis heute, Langzeitarbeitslose, Jugendliche, die arbeitslos sind, unterstützen, indem wir ihnen Kurse anbieten zur Weiterbildung, dass sie heute zum Beispiel zu Minijobs Möglichkeiten haben, sich zu bewerben. Wir unterstützen sie beim Bewerbungsgespräch selber. Und so versuchen wir eben, Menschen, die ohne Arbeit sind, in Arbeit zu bringen. Und das ist wiederum Arbeit teilen miteinander, auch im Sinne des heiligen Martin. Christliche Nächstenliebe endet nicht am Schluss des Lebens. Dafür ein Beispiel aus Stuttgart, das Hospiz, das auch dem heiligen Martin gewidmet ist. In Stuttgart trägt das katholische Hospiz den Namen des heiligen Martin. Die Gäste des Hospizes teilen die Erfahrung, miteinander den letzten Abschnitt des Lebenswegs zu gehen. Wenn der irdische Weg an sein Ende kommt, brennt die Kerze für den gestorbenen Hospizgast. Die Menschen, die ins Hospiz kommen, wissen, dass sie dort nicht mehr geheilt werden, sondern palliativ, also schmerzlindernd behandelt werden. Der Fachbegriff Palliativ-Care für die Pflege im Hospiz erinnert dabei an den Mantelumhang des heiligen Martin, auf Lateinisch Pallium, eine Pflege, die ummantelt. Dieses Ummanteln heißt, wir versuchen die Menschen gut zu pflegen, wir begleiten sie mit unseren Ehrenamtlichen, sie werden spirituell, geistlich begleitet, also sagen ganzheitlich als Menschen, ihnen einen schützenden Mantel umzulegen, um sie in ihrer Zerbrechlichkeit, in ihrer Dünnhäutigkeit zu schützen, zu ummanteln, zu umhüllen, um ihnen so einen würdigen und guten Ort zum Sterben zu geben. Hier geht es um Sterbebegleitung, aber auch um Trauerbegleitung. Auch das kann Teilen im Sinne des heiligen Martin sein. Die Menschen, die dorthin gehen in dieses Hospiz, also diejenigen, die begleiten und pflegen, die teilen ihre Zeit mit einem Menschen, der im Sterben ist und der große Zuwendung braucht, Aufmerksamkeit und Zeit braucht in der Hinwendung. Sodass man sagen kann, hier teilen Menschen ihre Zeit mit einem Menschen, der in seiner letzten Lebenszeit lebt. Und auch das ist eine Dimension der Nächstenliebe, die uns in diesem heiligen Martin in besonderer Weise eben deutlich wird. Kommen wir nach Rottenburg, da wo Sie wohnen, leben, arbeiten. Da gibt es die Domkirche in Rottenburg, die auch dem heiligen Martin gewidmet ist. Sie haben es, glaube ich, am Anfang gesagt. Und da schauen wir jetzt einmal hinein. Rottenburg am Neckar ist Bischofsstadt und die Stadtkirche St. Martin auch Bischofskirche. Der heilige Martin ist der Patron der Diözese. In der Domkirche St. Martin finden sich neben einer Skulptur und einem Martinsfenster auch eine Reliquie des heiligen Martin. Sie wurde vom Bistum Tours in Frankreich, wo Martin Bischof war, der Diözese Rottenburg-Stuttgart geschenkt, sozusagen als Denkmal an Martin. Die bekannteste Martinsdarstellung in der Diözese präsentiert das Diözesanmuseum in Rottenburg. Eine Altartafel aus der Zeit um 1440. Rund 50 Jahre später entstand diese Martinus-Skulptur des Ulmer Bildhauers Niklaus Leckmann. Bischofsstab und Messkelch des früheren Rottenburger Bischofs Paul Wilhelm von Kepler sind ebenfalls mit dem heiligen Martin verziert. Ja, wir haben gesehen, es gibt viele Darstellungen des heiligen Martin, kunsthistorisch. Es gibt aber auch eine ganz interessante neue, eine ganz aktuelle. Die steht vor dem Palais in Rottenburg und stammt von dem Künstler Karl Ulrich Nuss. Eine Skulptur habe ich mir sagen lassen, die es ihn besonders angetan hat. Warum?
Ja, ich habe bei Sulpicius Severus gelesen, das ist der Biograf des heiligen Martin, dass Martins nicht so, wie er immer dargestellt wird, hoch zu Ross, sondern zu Fuß nach Amia hineingegangen ist, also auf Augenhöhe an dem Bettler vorbeigegangen ist und eben in dieser Situation nicht von oben herab, sondern von Du zu Du den Mantel geteilt hat mit dem, der sonst erfroren wäre. Und das ist ein Signal auch für unsere Zeit. Nächstenliebe soll nicht so paternalistisch von oben nach unten gehen, sondern es soll so sein, dass man sich begegnet und der eine das mit dem anderen teilt, was er hat und was der andere braucht. Also es geht nicht um Almosen geben. Es geht nicht einfach darum, um Almosen geben, sondern um Begegnung. Und Begegnung gelingt dort ganz besonders gut, wo man eben das Leben miteinander teilt und der eine gibt, was er hat, und der andere bekommt, was er braucht. So ist das eine Begegnung auf Augenhöhe, die sich gegenseitig bereichert. Der Dom St. Martin ist nicht die einzige Martinskirche in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Es gibt eine ganze Menge davon. Eine steht in Sindelfingen und da schauen wir ebenfalls hinein. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart ist Martinsland. Mehr als 130 Martinskirchen gibt es hier, katholische und evangelische wie die Martinskirche in Sindelfingen. Eine der ältesten Martinskirchen im Land. Ihr Vorgängerbau aus Holz wurde sogar schon um 700 errichtet. Damals eroberten die Franken den Südwesten, wo die Alemannen lebten. Der heilige Martin war unter anderem Schutzpatron der Franken. Als diese von 600 bis 800 ihre Eroberungszüge durchgeführt haben, haben sie unter anderem auch die Alemannen unterworfen und sie christianisiert. Und überall dort, wo sie dann Kirchen gebaut haben, haben sie diesen Kirchen, ja hier, den Namen ihres Schutzpatrons, des heiligen Martin, gegeben. Ja, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen in die Geschichte. Die Verehrung des heiligen Martin in der Diözese reicht zurück bis ins 6. Jahrhundert. Am Ortsrand von Rottenburg liegt die Sülchenkirche, das ist die Grablege der Rottenburger Bischöfe. Und man hat herausgefunden, dass da eben auch eine der ältesten Martinskirchen war. Ein Beweis dafür, dass Rottenburg lange ein Zentrum der Mission in Südwestdeutschland war. Und jetzt hat man noch einmal gegraben vor kurzem und hat ein Mädchengrab aus alemannischer, fränkischer Zeit gefunden. Und da gibt es ein besonderes Rätsel, das ich vielleicht jetzt mit Ihnen aufklären kann. Da hat man nämlich ein bronzenes Radkreuz gefunden, eine absolute Rarität. Und nun wird gerätselt, was es mit diesem Radkreuz auf sich hat, ob das schon auch ein christliches Grab war. Was meinen Sie? Also die Archäologen, die dieses Grab ausgegraben haben, haben dieses Radkreuz gefunden. Es lag in der linken Hand dieses 14-jährigen Mädchens, die sonst auch sehr mit viel Grabbeigaben versehen war, als wohl ein Kind einer adeligen Familie. Und dieses Schmuckstück oder dieser Gegenstand, der in der Hand dieses Kindes lag oder jetzt auch noch liegt, der wird natürlich gedeutet als ein christliches Symbol. Man kann das, soweit wir jetzt das sehen, nicht hundertprozentig so feststellen, aber es ist ein Unikat und aus dieser Zeit gibt es ein solches Zeichen mit einem Kreuz nicht. Das könnte darauf hindeuten, dass dieses Grab mit einer Beigabe versehen worden ist, das zeigen soll, das Mädchen ist eine Christin. Der heilige Martin, wir haben vorhin gesagt, eine europäische Gestalt. Wo findet man denn noch Martinswege außerhalb der Diözese Rottenburg-Stuttgart? Können Sie das ein bisschen sagen? Es gibt eine ursprüngliche Martinsroute, die geht von Szombathely in Ungarn südlich der Alpen durchs Po-Gebiet. Dort gibt es auch sehr viele Martinskirchen. Dort ist auch der Martin in der damaligen Zeit offensichtlich auch durchgezogen und geht dann durchs Rhonetal hindurch in den Norden nach Frankreich, nach Tours. Und der Europarat hat vor einigen Jahren, 2005, einen
Martinsweg, ausgerufen durch ganz Europa als einer der vier Kulturwege. Und bei meiner Wallfahrt, 50. Wallfahrt nach Mariazell, haben wir in Szombathely Station gemacht. Und da hat mir der dortige Bischof das erzählt, dass der Europarat als eine säkulare Einrichtung hier einen Martinsweg ausgerufen hat. Und im Geburtsort des heiligen Martin in Szombathely, da haben sie schon den ersten Wege gekennzeichnet mit den entsprechenden Zeichen, Via Sancti Martini, mit dem Kreuz. Und ich habe dann gedacht, es wäre eigentlich sinnvoll, dass wir in unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart, die so viele Martinskirchen hat, 130 an der Zahl, dass wir die einzelnen Martinskirchen verbinden miteinander, um eben diesen Martinsweg durch Europa in unserer Diözese mal gegenwärtig zu machen. So das Ablaufen eines Martinswegs, ist es mehr so eine kulturelle Beschäftigung oder eine Freizeitbeschäftigung oder ist es auch eine spirituelle Beschäftigung? Also dieser Weg als Kulturweg heißt Via Sancti Martini. Also da ist es nicht so, dass man einfach nur als Gourmet hier wandern soll, sondern es ist eine Pilgerreise von Martinskirche zu Martinskirche, von Martinsstationen wie dieser Laden in Ochsenhausen oder zum Hospiz, wo eben der Geist des heiligen Martin lebendig wird, anschaulich wird und wo sich die Pilgerinnen und die Pilger auf diesem Weg bewegen können und so langsam in die Geistigkeit, in die Spiritualität des heiligen Martin hineinfinden, um selber ein Leben aus dem Geist der Nächstenliebe, aus dem Geist des heiligen Martin zu leben. Es gibt ja auch den Jakobusweg, ein sehr populärer Weg, der auch von vielen Leuten beschritten wird. Auch das wird mehr und mehr touristisch ausgenutzt und auch zum Teil instrumentalisiert. Was würden Sie denn einem Menschen, der auf diesen Wegen geht, was würden Sie denen raten, wie er so den Ablauf gestalten soll? Also natürlich, jeder ist ja frei, auf diesen Wegen so zu wandern, wie es ihm Spaß und Freude macht. Aber wer ein bisschen eindringen will in unsere Kultur, in die Geschichte Europas, in die Geschichte in Süddeutschland, der sollte die Stationen, die Kirchen des heiligen Martin mit besuchen und dort versuchen, hineinzufinden in das, was die Menschen damals geprägt hat, zum Beispiel ihre Kirche Martinskirche zu nennen. So findet er hinein in das, was der Geist des heiligen Martin uns heute zu sagen hat. Liebe deine Nächsten wie dich selbst, teile, was du hast, wende dich den Menschen zu. Und diese Dimension, die halte ich für unser heutiges Europa, das nur noch in der Ökonomie zu bestehen scheint, eine ganz wichtige Situation, ein ganz wichtiges Signal. Die Verehrung von Heiligen ist eine speziell katholische Tradition, aber auch in der evangelischen Kirche hat man mehr und mehr den Eindruck, dass man da auch sich ein bisschen orientieren will an solchen Figuren. Was kann denn ein Heiliger heute noch für einen normalen Menschen bedeuten? Also es ist ja so, das merken wir besonders bei Jugendlichen, zum Beispiel jetzt beim Fußball, dass Kinder, Jugendliche sich Vorbilder suchen. So wie der möchte ich auch einmal Fußball spielen, so möchte ich auch mal die Nationalmannschaft mich engagieren. Also man kann von Vorbildern lernen, zum Beispiel sich zu engagieren. Lernen, wie beim heiligen Martin, wie man sein Leben gestaltet und dass man das nicht nur einfach für sich selber führt, sondern dass man dieses Leben so gestaltet, dass es auch für den anderen von Bedeutung wird. Also die eigene Lebensbiografie auch auf den anderen hin gestalten und das kann man in einer ganz besonderen Weise natürlich an Menschen lernen, die als Heilige eben besonders exemplarisch christliche Nächstenliebe gelernt haben, so wie das beim heiligen Martin der Fall ist. Welche Heilige sind für Sie persönlich und auch für die Diözese Rottenburg-Stuttgart neben dem heiligen Martin noch von besonderer Bedeutung? Was würden Sie sagen? Ja, gerade neben der Sülchenkirche, die wir vorher gesehen haben, wo die Ausgrabungen stattfinden, da vermutet man einen Grafensitz, der ungefähr so alt ist wie das erste Holzkirchlein dort, also 7., 8. Jahrhundert. Und aus diesem Grafengeschlecht ist der heilige Meinrad hervorgegangen. Der heilige Meinrad ist dann auf die Reichenau gezogen, hat dort auch
mit Mönchen dort gelebt, ist aber dann in die Einsiedelei gegangen und in die Schweiz. Und seither, er hat dort eine Einsiedelei errichtet. Und das Kloster Einsiedeln geht also auf ihn zurück. So ist also der heilige Meinrad aus unserer Diözese auch einer, der eben durch seine Tat geistliches Leben gestiftet hat, Gedächtnis an Menschen und insbesondere natürlich an Gott gestiftet hat, aus dem wir leben und unsere Kraft als Menschen beziehen. Meinrad ist nun ein Name, der nicht mehr so oft verwandt wird, den Kinder weniger erhalten. Martin ist, glaube ich, relativ populär wieder. Sie heißen Gebhard. Was bedeutet der Name Gebhard für Sie und der Heilige? Ja, der heilige Gebhard ist ein Gründungsbischof der großen Diözese Konstanz. Das ist ein Vorläufer unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und der hat eigentlich in seinem Leben ganz Ähnliches getan wie der heilige Martin. Es gibt eine Legende, da geht der Gebhard durch die Straßen von Konstanz und er sieht einen Krüppel auf allen Vieren kriechen und er hält ihm seinen Bischofsstab hin, um ihn aufzurichten. Das ist also eine Auferstehungsgeschichte, ganz ähnlich wie beim heiligen Martin. Eine ähnliche Figur. Herr Bischof, ich danke Ihnen, dass Sie zu Gast waren. Wir haben heute das Martinsland vorgestellt und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.